Mayurasana in der Hatha Yoga Pradipika, feinstoffliche Wirkungen des Pfaus. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Kurzvortrag über Mayurasana, den Pfau, wie in der Hatha Yoga Pradipika beschrieben wird. Und welche Wirkungen der Pfau hat laut Hatha Yoga Pradipika. Je nach Verszählung ist das der 31. und 32. Vers, der Hatha Yoga Pradipika nach einer anderen Tradition 32. und 33. Vers. Setze deine Hände kräftig auf den Boden und stütze deinen Körper auf deine Ellbogen. Drücke dabei auf die Seiten deines Bauches. Hebe deine Beine steif und in einer Ebene mit dem Kopf in die Luft. Das ist. Majorasana, der Pfau. Dieser Asana, eben der Pfau, beseitigt schnell die Leiden des Magens, der Drüsen und der Milz und beseitigt alle Beschwerden, die durch zu viel Vata, Pitta oder Kaffee verursacht sind. Sie verdaut mit Leichtigkeit unmäßig und durcheinander eingenommenes Essen und verwandelt sogar das schreckliche Gift Halahala zu Asche. Was heißt das alles? Und hier will ich die einzelnen Worte dort beschreiben. Nennen, die in der Hatha-Yoga Pradipika im Vers 32 bzw. 33 verwendet werden. Also was macht Majorasana? Es macht Harati, es verscheucht. Und zwar Sakala, alle sämtliche Roga-Krankheiten. Ashu, Ashu, geschwind. Also, es das heißt also... Diese Asana, die Pfau, heilt alle Krankheiten. Gulma insbesondere, vergrößerte Milz, Unterleibsgeschwulst und Udara, Anschwellung des Bauches, Adi und viele andere werden Adi Bhavati besiegt und überwältigt. Also hier kann man sagen, der... V ist vorzüglich um verschiedenste Erkrankungen des Bauches zu beheben. Dann sagt er: Und Cha: Es ist auch eine Stellung, die hilft, alle Krankheiten zu überwinden, die durch ein Übermaß von Vata, Pitta oder Kaffa entstehen. Also er hilft die Schäden und Gebrechen, die durch, zu, durch Dosha-Störung kommen. Das ist also eine Asana, die harmonisierend und ausgleichend wirkt. Egal, ob du zu viel Vata, Pitta oder Kaffa hast, über Mayurasana den V. Der V hilft, dass deine Doshas in ihre Prakriti, in ihre natürliche Konstitution kommen. Dann sagt er, diese Asana Körperstellung des ehrwürdigen Sri Mayura V. Also hier schreibt er nicht Mayurasana, Asanam Sri Mayuram. Aber natürlich ist Mayurasana der Pfau. Was macht der? Er verwandelt vollständig Bahu. Zu viel oder auch kadashana abgestandene Bhukta, Nahrung zu Bhashma, zu Asha. Und er bringt auch Jatara ein Agni, also ein Verdauungsfeuer des Jatahara, des Magens, hervor. Und das führt dazu, dass Jarayet sogar das Gift, Kala Kuta auch Hala Hala genannt verdaut wird. Okay, was heißt das alles? Zum einen der Pfau stärkt Agni, das Verdauungsfeuer. Und durch die Stärkung von Agni dem Verdauungsfeuer können dann auch alle möglichen Nahrungsmittel verdaut werden. Sogar die Reinigungserfahrungen, die zum Beispiel kommen durch Hatha-Yoga-Praxis, kannst du durch Majorasana auch überwinden. Manchmal gibt es bestimmte Phasen der Hatha-Yoga-Praxis, wo du viel übst und dann irgendwo dich komisch fühlst. Vielleicht sogar eine Übelkeit hast, oder ein Kopfweh hast, oder Verspannung spürst, oder grundlose Müdigkeit, oder plötzlich eine grundlose innere Unruhe und Ängstlichkeit. Das sind die Phasen, wo du insbesondere die v intensiver üben solltest. Also so wird dieses Hala-Hala oder Kala-Kuta, letztlich die Reinigungswirkung und man könnte auch sagen, die Schlacken, die entstehen, wenn du intensiv Hatha-Yoga übst. Und allgemein verdaust du viel besser, wenn du den V übst. Mit anderen Worten, Praktiziere den Pfau. Es rentiert sich, das systematisch zu üben. Man muss natürlich sagen, nicht jeder kann den Pfau. Ab einer gewissen Bauchdicke wird es schwierig. Oder auch wenn die Oberarme zu kurz sind, wird es auch schwierig. Mit dünnem Bauch und langen Oberarmen geht es leichter. Aber es gibt auch eine Pfau-Variation, wo du einfach ein Kissen nimmst und dann den Bauch auf das Kissen legst und dann die Arme und Beine und den Kopf hebst und das kann fast jeder ausprobieren. Auch das hat eine ähnliche Wirkung wie Mayurasana der Pfau. Also, mein Tipp, probiere den V, mindestens den Kissen V und wenn du nicht zu kurze Oberarme hast oder zu ausgeprägten Bauch oder zu ausgeprägte Brüste bei der Frau, dann übe es systematisch. Es rentiert sich, den V zu üben. Mit großem Bedauern sehe ich, dass es immer weniger Menschen gibt, die den V üben. Als ich selbst viel Hatha-Yoga unterrichtet hatte, waren meine Yogalehrerausbildungen, die ich unterrichtet hatte, es immer so, im zweiten Jahr hat die Hälfte der Teilnehmer den V beherrscht. Heute, wenn ich zum Abschluss einer zwei jahres ausbildung 80 Menschen in einem Raum habe, gibt es vier oder fünf, die den V beherrschen. Du solltest etwas mehr üben und etwas mehr probieren. Jeder zweite Yogaübende könnte den V. Du könntest mindestens zu denjenigen gehören, die den Kissen-V üben. Es rentiert sich. Probiere es aus. Deine Gesundheit wird es dir danken. Dein Energiegefühl wird es dir danken und das innere Feuer wird stärker werden. Wenn du natürlich erstmal mal wissen willst, wie der Pfau überhaupt geht, dann geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de, gib dort ein Mayurasana oder Pfau und dann findest du eine Übungsanleitung und auch Videoanleitung zum Pfau auch in seinen Vorübungen. Mein Name Sukadev Kamara Eduard Schnitt Nanda Om Shanti.